Also, der nächste Titel, Hope. Ja, Pathos. Scorpions, europäisch. Nee. Schade. Ja, es ist halt ein Stimmungsbrecher, wie ich ihn nicht erwartet habe. Gerade wenn man am Stück hört, ist es doch irgendwo gerade ein bisschen wieder, es reißt ein bisschen aus dem Konzept raus. Ja, ist der Grund, warum ich den halben Punkt abgezogen habe. Aber eigentlich nicht wegen dem ganzen Song. Ich finde den Song an sich ganz okay. Aber die Gangshouts im Refrain, das ist ein bisschen nervig. Ja, Ja. da rollt's mir auf jeden Fall die Zehennägel nach oben. Ja. Also Also es ist ein langsamer Song und da Gangshouts zu verwenden, ist relativ unpassend. ja, unpassend. Ja. Richtig. Schlicht und ergreifend unpassend. Es klingt jetzt schon langsam, als würden wir den komplett niedermachen. Nicht falsch verstehen, der ist gar nicht schlecht, der Titel. Ja. Aber mit den vorangegangenen kann er sich nicht messen, meiner Meinung nach. Ja. Finde ich wirklich nicht so gut. Wahrscheinlich irgendwann komme ich vielleicht mal rein und finde den dann ganz okay, aber naja, Helford hat auch nicht so schwul geklungen. Und der ist. Bekanntlich schwul. Ja. Wir haben nicht gegen Schwule, aber das ist schon eine Nummer zu aufgesetzte Schwulheit. Ja. Nee, hat mir jetzt nicht so zugesagt. No. Okay, der Minuspunkt auf der Platte. Ja, Ja. ja. Punkt. Bei dir 0,5, bei mir ein bisschen mehr. Ja. Nur ein bisschen. Okay. Und eben, wie du schon sagtest, als wir das gehört haben, wie gesagt, ich will es nur nochmal so erwähnen, deswegen gibt es immer mal wieder einen Break. Wir hören die ja gleich quasi dazu. Daher klingt das immer ein bisschen angestückelt. Die Effekte sind ganz, ganz schön hoch hier, also. Ja, gerade in der Strophe. Ja. Ja. Bisschen Wieder. verschandelt. Da nervt's. Ja. Kann man ja anders sagen. Ja. Jo. Hope. Ja. Ist Ich endlich hatte. vorbei, ne? Ich, ja, Hope ist vorbei. Ich hatte Hoffnung schon aufgegeben, aber This is our time. this is our time, the silver lining. Ja. Am Ende des Horizonts, am Tunnel, perfekt. Schöner Titel, starker Gitarren. Wirklich, mein Gott, da geht man richtig mit. Ja. Ja. Geht man wieder richtig, endlich wieder richtig mit. Ja, Und und der Song ist der Beweis, dass die Jungs doch Gangshouts können. ja. Ja. Viel, viel besser. Ja. Passend. Ach, das ist wirklich die Faust aufs Auge. Also Herrlich. wirklich, der Anfang mit den Screams, mit der immer wieder sich abflauenden Gitarre und wenn dann tatsächlich der kleine Gesang dazu kommt, es ist, also die Härte wird dadurch fast noch gesteigert, finde ich. Ja. Ist zwar kein Gebrülle mehr, aber Ja. bleibt intensiv, interessant. Genau. Gerade der Wechselgesang dann in der zweiten Strophe Oh ja. zwischen Clean und Geschrei ist schon Aber ziemlich cool. wie ich es jetzt so gesagt habe, fehlt mir dann doch irgendwie so ein bisschen so ein Solo. Ja. Ja, hier würde ein altes New Wave of British Heavy Metal Solo passen. Also Ja. wirklich, Ja. also muss ich wirklich sagen, das ist so eine coole Nummer, abwechslungsreich, Tja. Breakdown in der Mitte. Schön, wirklich schön. Da sitzt er da mit seinen 9,5 Punkten, Ja. Bei mir kommen sie schon ins Schwanken, die 9,5 Punkte. Aber okay, doch, Ja, es ist immer noch ein gutes das ist okay. Album, sehr gutes Album. Ja. Ich hätte den Solo gespielt. Tja, du Ja. hättest ein Solo gespielt. Ja. Ich finde Ist ja es richtig. so Guter gut. Titel. Macht Spaß. Nach Hope wieder Hope. Ja, genau. Richtig, genau. Ich denke, das wird die Parallele sein. Kleines Wortspiel, ja. Genau. Der Titel Hope macht Hoffnung auf mehr. Von den Titeln, die davor kommen. Ja. Ja. Und danach kommen. Und danach kommen. Okay. Hey, es geht weiter. Last goodbye. Last goodbye. Also Leute, packt die pinken Gitarren aus und das Hello Kitty Schlagzeug und ab geht die Post. Ja, hat so ein bisschen für mich so College-Rock-Charakter. Ich Ja. weiß nicht. Ja, Ja. nicht ganz so ernst zu nehmen von meiner Seite aus her. Ja. Nicht von der Band. Also ich hab's jetzt so in die Richtung Kids in Glasshouses Ja, geschoben. After Dirt, Dirt. Dirt, ja. Dirt. Jason Perry. Da kommt wieder die Parallele. Ja. Dieser verfluchte Name. Überall taucht er auf. Tja, könnt ihr euch vorstellen, wie eine Platte von Slayer klingen würde, wenn die Jason Perry produziert? Genauso wahrscheinlich. Ja, genau so. Carrie King mit Hello Kitty. Gitarre. Gitarre. Gitarre, Oh richtig. Gott, ist das Oder drauf schlecht. tätowiert auf die Glatze. Ich denke, der hat das Tattoo unter seinem Bart versteckt. Richtig. Okay, aber nichtsdestotrotz, der Titel ist,
Kann man hören. Plätscher dahin. Ja. Ja. So nebenbei. Ja. Ja. Also auch für dich so mehr nebenbei eine Nummer, oder? Ja, doch schon. Ja. 9,5 Punkte. Mhm. Es gibt andere Songs, die hauen dann wieder über die 10-Punkte-Grenze drüber. Ja, ja, das ist es ja. Weißt du, da hat er ja ganz klar abgewogen. Ja, der klar. Ist jetzt minus 10, aber dafür war ja Hope dabei mit dem großartigen Gangshout. Da kommen ganz mal schnell 100 Punkte zusammen. Ja, logisch. Hey, was ein echter Hellford-Fan ist. Ja, nee. Also, ja. Okay. Hm. Der nächste Titel. No More Waiting. Statements? Bitte? Hm? Bitte? Okay, gut, dann fange ich einfach mal an. Schöner Titel. Nach der Gurke, richtig guter Titel. Fängt echt unverhofft an. Urplötzlich bekommt man da richtig was um die Ohren gehauen, aber richtig. Ja. Volle Macht, ein bisschen, schon, hey, ein bisschen Biohazard-mäßig. Für einen ganz kleinen Moment dachte ich schon, ja. Ja, doch. Ja. Das stimmt, ja. Es lässt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr zuhören als dieses also dahin geplätscherte Gelumpe. Wie wieder Hardcore ist er, ne? Ja, 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 ja. Definitiv. Ja. Die Schiene ein bisschen zurechtgerückt. Mhm. Und zwar vom Songwriting noch nicht wieder der Hammer, aber auf jeden Fall schon wieder ein Weg in die richtige Richtung. Mhm. Denn Hope war ja schon eher dünn. Und The Last Goodbye war ja auch. Aber nicht This Is Our Time war. Ja, nein, das ist ja. 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 Nach Hope wieder Hope. Ja, richtig. Ja. Das stimmt schon. Und ja, gut. No More Waiting, kein schlechter Titel, um Gottes Willen. Ja. Geil, schöne Parts in der Mitte auch. Ja, der erinnert mich leicht an Lost Prophets. So ein bisschen an Burn Burn, dieses aufbauende, diese aufbauende Stimmung. Und dann dieser Ausbruch wieder ins Geschrei und so weiter. Ins ja wirklich gute Geschrei. Ja. Ach was, mhm. Ja. Ja. Also hat wieder Spaß gemacht. No? Ja, genau. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Und zwar The Devil Inside. Ist ja auch der Titeltrack. Ja. Genau. Eigentlich schon. Ist ja ganz klar. Ja. Der hätte es verdient, ja. Der hätte es verdient. Ist ein wirklich guter Titel. Mhm. Ja. Ja. Hatte ich ja schon mal irgendwie damals gesagt, dass der mich erst richtig überzeugen konnte. Mhm. Gut, weil es wahrscheinlich auch so catchy ist. Sehr. Mhm. Ja. Sehr schön. Also wirklich, geiler Gesang, geht gut vorwärts. Ja. Ich gebe den Ball weiter. Ich muss sagen, dieses Staccato-artige schon von Anfang an, das wirkt einfach. Da hört man wirklich erstmal wieder einen neuen Herzschrittmacher, der ja wirklich ein bisschen das Ding wieder antreibt. Und der ist ja ausgefallen Refrain, seit Hope, nicht? Ja, genau. Der ist aus. Refrain, der wirkt richtig gut. Ja. Auf dem ganzen Album eigentlich ist er wirklich hypnotisch. Mhm. Das Wechselspiel zwischen den beiden Sängern. Genau. Kommt hier, finde ich, fast mit am besten raus. Ganz großartig, ja. Also bleibt wirklich die Spucke weg. Kaum zu glauben, dass man sowas noch hören kann, noch den paar eher schwächeren Titeln. Aber auf jeden Fall sehr schön, sowas zu hören, dass das eben noch möglich ist. Ja. Schöner Song. Ja definitiv. Ja. Stimme ich zu. Brauche ich auch nicht mehr weiter drauf eingehen. Alles gesagt. 9,5 Punkte, jetzt kommen wir langsam wieder ran. Ja, jetzt kommen wir wieder langsam ran. Ja, okay. Genau. Ja,